Toni, warum hast du so einen roten Kopf? Damit du mich besser filmen kannst. Haha. 98 Kilometer, sagt die Uhr. Das war heute ein harter Job. 36 bis 38 Grad hat es hier in Lleida, also wir sind jetzt in Katalonien, angekommen. Es war schattenlos, baumlos. Dafür hat man einen Haufen Schweine. Schweine. Ist aber Pfirsich. Dann, ist aber dann in Obst da übergangen, also große Obstplantagen jetzt auch. Und nach und wie vor. Schweine. Und Schweine und Schweine. Schweineduft. Also die ersten 50 Kilometer haben ganz gut gelaufen. Die zweiten 50 waren dann anstrengend. Da sind wir eher so im ländlichen Bereich und übers weit und breit nichts. Keine Tankstelle. Irgendwas, was du mal nachhocken kannst und was Kühles trinken kannst. Nichts. Nichtsdestotrotz, jetzt ist kurz nach 5 Uhr und wir sind da und um 9:30 sind wir heute erst weggefahren. Also 100 Kilometer quasi bei den widrigen Verhältnissen bisher, boah, das ist schon ein dickes Ei. Wahrscheinlich ist noch nie irgendjemand mit dem Radl in der Gegend rumgeradelt. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall ein dickes Lob an Simone, die hat auch super gut durchgehalten. Das war halt echt eine harte Geschichte, weil es eben also sau heiß ist. So, und jetzt mache ich aus, Schluss, fertig für heute. Feierabend. Ja.